aus Nordthailand. Um genauer zu sein, befinden wir uns in Chiang Mai jetzt schon seit ein paar Tagen. Wir sind hier eigentlich, um eine Workation zu machen. Heißt, wir versuchen ein bisschen Arbeit zu erledigen und einfach auch mal wieder so ein bisschen zu chillen, ein bisschen runterzukommen. Deswegen sind wir hier eine ganze Woche. Wir haben hier eine richtig, richtig coole Unterkunft bekommen. Wir zahlen hier 25 Euro die Nacht und sind in so einem Kondo. Also das sind so über Airbnb gebucht. Das sind so Apartmentgebäude in Thailand, die heißen dann immer Kondo, und da haben wir ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, wo wir ganz gut drin arbeiten können, und eine eigene Küche und ein eigenes Bad. Und das eigentlich das Coolste sind die Annehmlichkeiten drumherum. Es gibt hier nämlich einen riesengroßen Pool, also wirklich, der geht einmal um die Ecke, dann gibt es so eine Brücke drüber. In der Brücke ist dann das Gym, was ich auch richtig cool finde. Das Gym, da waren wir auch schon drin, da gibt es ein paar Laufbänder, ein paar Geräte und eine Hantelbank, also ist auch richtig gut. Und dann gibt es noch so einen Common Space, wo man auch irgendwie so ein Coworking-mäßig arbeiten kann mit kostenlosen WLAN. Also für 25 Euro die Nacht ist das wirklich der perfekte Ort für eine Workation. Aber auch zum Chillen. Also es sind super viele Leute, die auch die ganze Zeit am Pool liegen und sich sonnen, heißt. Ist auf jeden Fall auch mal eine andere Erfahrung im Gegensatz zu jetzt im Hostel oder im Hotel oder im Guesthouse, mal in so ein Kondo zu gehen, weil man hier auch echt so ein bisschen das normale Leben vor Ort so ein bisschen mitbekommt. Hi, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Laura und Finn, Vollzeit-Weltenbummler und digitale Nomaden. Aktuell sind wir auf einer Reise quer durch Thailand unterwegs und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal jede Menge Reisetipps, Guides und Reiseinspirationen. Abonniere jetzt schon mal unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls sich der eine oder andere fragt, warum es hier so wild im Hintergrund aussieht, wir hatten, glaube ich, gestern den heftigsten Sturm, den wir bis jetzt irgendwie miterlebt haben. Wir waren zum Glück zu Hause und haben es dann nur aus dem Fenster beobachtet. Aber es war so heftig, plötzlich wurde es ganz dunkel und dann hat es gehagelt, gewindet. Es ist alles irgendwie um die Ohren geflogen und wir dachten schon so, okay. Dann war auch relativ schnell natürlich Stromausfall. Und unsere Gegend hier, in der wir located sind in Chiang Mai, hat es irgendwie am härtesten getroffen. Wir haben nämlich Freunde, die auf der anderen Seite von Chiang Mai wohnen. Und da war es wohl nicht ganz so schlimm, aber hier war es richtig, richtig heftig. Das hat dann irgendwie zur Folge, dass wirklich in diesem Kondo-Bereich, also es sind mehrere Kondos zusammen, die Bäume ausgerissen waren und überall auf der Straße lagen. Und wir sind irgendwie so gegen 18 Uhr dann mal raus, weil es aufgehört hat zu regnen, und haben einfach dieses Ausmaß gesehen, was, also das war wirklich abartig. Und das Krasse war, dass wir dann so gegen, ich glaube, 20 Uhr wieder zurückgekommen sind und immer noch keinen Strom hatten. Heißt, wir hatten eigentlich fast die ganze Nacht keinen Strom. Irgendwann in den Morgenstunden, in den frühen Morgenstunden, war dann wieder der Strom da zum Glück. Und sie haben alles, glaube ich, relativ gut geregelt. Wir sind mal gespannt, wie es jetzt gleich noch aussieht. Aber man sieht natürlich immer noch überall die Blätter. Und ich glaube, es hat einfach die Natur extrem heftig erwischt. Wir sind nicht nur in Chiang Mai, um zu arbeiten, sondern auch, um ein paar Dinge, die jetzt super überfällig waren, endlich mal zu erledigen. Wenn man nämlich dauerhaft auf Reisen ist, dann fallen irgendwie so Alltagsdinge total schwer. Ich brauchte zum Beispiel eine neue Brille schon jetzt richtig lange, weil meine alte super verkratzt war. Das ging hier super einfach, einfach zum Optiker hingegangen, und es hat einfach nur 30 Minuten gedauert, und dann habe ich meine fertige, angepasste Brille bekommen, und die hat auch nur 180 Euro mit den Premium-Gläsern gekostet, also richtig gut. Und ich brauche auch noch einen Anzug bzw. ein Outfit für unsere Hochzeit im Sommer. Im August heiraten wir nämlich auf Bali. Unsere gesamte Familie kommt nach Bali. Das wird total schön, aber ich habe noch nichts zum Anziehen. Laura hat schon was. Deswegen gehen wir jetzt zu einem Schneider. Ich hatte gestern schon mein erstes Fitting für eine Hose. Heute werde ich wohl noch mal das Hemd anprobieren und mal schauen, wie das jetzt aussieht. Und noch ein ganz wichtiger Termin. Ich habe mir gestern erstmal wieder mein Nasenpiercing stechen lassen. Ich hatte den schon ewig, musste den letztes Jahr rausnehmen, und jetzt wurde es aber einfach Zeit, dass ich ihn wieder bekomme. Deswegen, so Kleinigkeiten haben wir jetzt einfach mal hier erledigt, und es fühlt sich richtig gut an, dann einfach auch mal länger an einem Ort zu sein. Wir sind jetzt hier beim Taylor angekommen, der heißt Tony Taylors, und bisher bin ich echt happy, aber jetzt geht's zum Fitting Nummer 2, also da bin ich sehr gespannt. Thailand ist extrem bekannt dafür, dass man sich hier Anzüge schneiden lassen kann. Ich glaube, man findet wirklich überall in jedem Touristenort einen Schneider, der einen dann anspricht und fragt, ob man einen Anzug haben will. Ich habe bisher immer Nein gesagt, aber will das jetzt mal ausprobieren für unsere Hochzeit. Das heißt, wir sind hierher gefahren. Nach einer kurzen Internetrecherche soll das hier einer der besten sein in Thailand, beziehungsweise in Chiang Mai. Und zuerst konnte ich dann hier die Stoffe auswählen, und dann hat er die Maße genommen. Und jetzt gibt es halt noch 2 weitere Fittings, um dann halt alles genau auf meine Körpergröße anzupassen. Yes, shall I take my... How you wear it? Yeah,
Aber ich muss sagen, ich bin echt richtig happy mit dem Ergebnis. Muss jetzt noch ganz bisschen was korrigiert werden. Armlänge und Beinlänge muss noch mal ein bisschen kürzer gemacht werden. Aber das ist überhaupt kein Problem. Morgen um 12 können wir das Ganze dann abholen. Ihr braucht ungefähr so 3 bis 4 Tage, würde ich schätzen, für so einen Anzug, wenn ihr also quasi an einem Ort, damit man halt in mehreren Fitting Rounds dann das perfekte Ergebnis sehen kann. Und wenn ihr das perfekte Ergebnis sehen wollt, dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren und im Sommer wieder einschalten. Da wird es nämlich unseren Hochzeitsvlog Nummer 1 geben. Und wir freuen uns darauf total. Genug von einem persönlichen Live-Update. Die meisten von euch gucken wahrscheinlich dieses Video, weil sie sich für Chiang Mai interessieren. Und Chiang Mai ist generell eigentlich, glaube ich, für so 4 Sachen relativ bekannt. Das ist einmal ein nordthailändisches Essen, wie zum Beispiel Khao Soi. Dann gibt es hier unglaublich viele Tempel, vor allen Dingen in der Altstadt, aber auch außen drumherum. Viele digitale Nomaden zieht es hierher. Es gibt viele Coworking-Cafés und Coworking-Spaces. Und die Burning Season. Und wir sind gerade mitten in der Burning Season. Die Burning Season ist, glaube ich, so eine Sache, die sehr in Verruf bringt Chiang Mai. Viele canceln ihre Trips, wenn sie hören, es ist Burning Season. Prinzipiell bedeutet das eigentlich nur, dass halt die ganzen Felder um Chiang Mai bzw. in Nordthailand rum abgebrannt werden. Das ist einfach Teil des Zyklus ist von so einem Feld, dass halt nach der Ernte so ein Feld abgebrannt wird, damit irgendwie der Boden wieder nährstoffreicher wird. Und das führt dazu, dass die Luft hier in Chiang Mai relativ schlecht wird für einen gewissen Zeitraum und dann eben so eine Smogwolke besteht. Bis vor ein paar Wochen war das auch noch relativ schlimm. Wir hatten schon super Angst, wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Aber wir waren sowohl jetzt letztes Jahr hier in Chiang Mai zur gleichen Zeit und dieses Jahr sind wir jetzt wieder hier. Und für uns persönlich, wir haben nichts davon gemerkt. Wir sehen die Sonne, wir sehen blauen Himmel, die Luft ist gut. Das hat jetzt vielleicht auch ganz explizit mit dem Sturm gestern zu tun. Aber wir müssen sagen, uns jetzt hier Mitte März affected es gar nicht. Und wir sollten einfach nur dazu sagen, informiert euch gut, ob es wirklich gerade relevant ist oder ob ihr dann wirklich eure Reise hierher canceln müsst. Es ist was man considern sollte bei der Reisenplanung, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Wir sind jetzt aber hier in einem richtig geilen Restaurant. Ich glaube, das ist eines der günstigsten Restaurants, in dem ich jemals war, in Chiang Mai. Und hier kostet jedes Essen ungefähr 60 Baht, was super günstig ist. Im Vergleich im Süden von Thailand, auf Koh Lipa, haben wir immer 150 Baht für ein Essen gezahlt. Und es ist richtig günstig, richtig gut und eine absolute Top-Empfehlung von uns. Chiang Mai ist außerdem wahnsinnig bekannt für die unglaubliche Anzahl an Tempeln, die sich hier in Chiang Mai und in der Umgebung befinden. Vor allem in der Old Town, also es gibt quasi so eine Altstadt, das ist einmal so ein Viereck mitten in Chiang Mai, da findet ihr unglaublich viele Tempel. Es ist wirklich, man fährt da durch, guckt nach links, sieht einen Tempel, guckt nach rechts, sieht einen Tempel und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle. Also wenn ihr da mal einen Tag hier in Chiang Mai verbringen wollt, könnt ihr einfach nur durch die Altstadt gehen und euch einen Tempel nach dem anderen anschauen. Wir sind jetzt gerade hier mal angehalten bei einem sehr, sehr großen und schauen den uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also das hier ist jetzt der Wat Raya Montan und es ist ein kleiner Tempel. Daneben gibt es noch einen großen Buddha und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Tempel und ein bisschen weiter die Straße runter ist auch ein Tempel. Also es zeigt wirklich mal, wie wahnsinnig viele Tempel es hier gibt. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, uns jetzt so viele anzugucken. Sind halt auch gar nicht passend gekleidet und es soll hier auch kein Tempelblock werden. Wir wollen nur einmal darauf hinweisen, dass es hier einiges an Kultur zu entdecken gibt. Das, was ich außerdem an Chiang Mai noch so super besonders finde, sind irgendwie die Kontraste. Also auf der einen Seite gibt es diese unglaubliche Anzahl an Tempeln, an alten Tempeln, aber auf der anderen Seite ist die Stadt total jung und total hip. Es gibt richtig geile Shoppingzentren hier, es gibt richtig coole Coworking Spaces und ich glaube, das ist auch eine der größten Universitätsstädte von Thailand. Also es gibt hier, ich glaube, eine riesengroße Medizinfakultät und wir haben hier auch schon mal mit ein paar Medizinstudenten letztes Jahr gesprochen und die haben gesagt, dass es total cool sein soll, hier zu studieren. Also der Vibe hier in Chiang Mai gefällt mir total gut. Es ist eine richtige Mischung aus jung und traditionell. Also echt richtig cool. Wir sind hier im Maya Shopping Center. Das ist ein riesen Shopping Mall. Hier gibt es eigentlich alle bekannten Marken und auch andere viele Sachen. Es gibt auch ein Kino ganz oben, ein Coworking Space ganz oben. Also es ist echt eine riesen
coole Mall mit vielen Restaurants und so weiter. Und es kann mir extrem empfehlen, um ein bisschen runterzukühlen, einfach bei den Hitzen draußen. Die ist manchmal ganz gut, einfach ein bisschen zu schlendern. Ich verbringe jetzt ein bisschen Zeit, schaue uns ein paar Sachen an. Wir sind jetzt zur Peh Walking Street gegangen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es wird P-H-A-E geschrieben. Und auf jeden Fall hier ist jetzt so eine große Walking Street und so ein Markt. Ich glaube, das ist auch immer noch am Wochenende, oder? Sonntags. Dieser ist nur sonntags. Wir blenden euch jetzt einfach mal hier unsere Lieblings-Street-Food-Märkte und Nachtmärkte in Chiang Mai ein, dass ihr dann auch ganz genau am richtigen Tag am richtigen Ort seid. Wir wollen jetzt mal schauen, ob wir hier auf dem Markt was zu essen finden. Ich glaube, es wird auf jeden Fall wieder ganz viele Souvenirs geben und alles Mögliche an Street-Food. Und das liebe ich eigentlich immer so, auf den Märkten was zu essen und dann darüber zu schlendern. Irgendwie ist jeder Markt dann doch ein bisschen anders und die in Chiang Mai sind wirklich ganz besonders. Irgendwie war gerade eine Durchsage auf Thai, also wir haben es nicht verstanden. Dann sind plötzlich alle stehen geblieben und es war so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war plötzlich so ein, ja, also wir glauben, dass es irgendwas mit dem König zu tun hatte. Alles ist stehen geblieben und dann war es vorbei und dann sind wieder alle weitergegangen. Sehr gut. Hallo, hallo. Yeah. Wir haben uns gerade hier noch mit zwei Freunden getroffen. Die kennt ihr vielleicht schon aus einem anderen Video. Mit denen sind wir nämlich gemeinsam hier so ein bisschen in Thailand am Reisen. Haben sie jetzt hier in Chiang Mai wieder getroffen. Das ist irgendwie echt immer super cool beim Reisen, dass man so Freunde wieder trifft. Jetzt gibt es aber erst noch was zu essen. Ich glaube, Laura holt sich hier gerade schon ein paar Dumplings, oder? Ja. Okay, klar. I pay for two. Also wenn das nicht mal absolut affengeil aussieht, dann lass ich auch. Wir haben jetzt hier noch gegessen und haben es uns gut gehen lassen. Es ist einfach eine mega coole Atmosphäre, weil hier gibt es überall so kleine Food Corners. Und da kann man sich einfach so hinsetzen. Es gibt so kleine Tische und ganz viel Essen und Trinkangebot. Und ich glaube, jeder findet hier was zu essen. Und einfach der ganze Vibe von Chiang Mai ist so schön. Hier ist immer was los. Ja, es ist echt richtig cool. Es gibt eigentlich so an jedem Wochentag irgendwie einen bestimmten Markt. Aber man kann auch richtig cool um Chiang Mai herum super viel machen. Heißt, die Natur um Chiang Mai herum, die Berge sind wahnsinnig schön. Da kann man richtig viel machen. Es gibt tolle Wasserfälle, wunderschöne Tempel. Wenn dich also das auch interessiert, was wir sonst noch in Nordthailand und dem Rest der Welt exploren, dann abonniere jetzt schon mal den Kanal und bei uns startet jetzt noch das Abendprogramm. Wir werden jetzt noch in eine Bar gehen, die uns mehrfach empfohlen wurde. Wir waren nämlich letztes Jahr in einer Jazzbar und wir sind nicht die krassesten Jazz-Lover, aber diese Bar ist super besonders. Wir noch hingehen mit unseren Freunden, werden wir noch einen kleinen Abend, ein Abendgetränk zu uns nehmen und dann war es auch schon hier in Chiang Mai heute an unserem heutigen Tag. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, es hat euch Informationen gegeben, hat euch ein bisschen den Vibe von Chiang Mai vermittelt. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr einfach mal kommentiert, ob ihr auch schon mal in Nordthailand wart, vielleicht habt ihr Tipps, die ihr auch weitergeben könnt und das Video einmal liken. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.